Noch sieht es in den Hallen des Lehmbruck-Museums ein wenig chaotisch aus. Aber kein Wunder, schließlich befindet sich hier noch alles im Aufbau. Im Rahmen der 36. Duisburger Akzente stellt auch die erst kürzlich mit dem renommierten Goslar Kaiserring ausgezeichnete Künstlerin Wiebke Siem ihre Werke vor. Seit 2010 setzt die 61-jährige Künstlerin Skulpturen aus einfachen Haushaltsgegenständen zusammen und bearbeitet sie. Daraus entstehen dann körperlose Skulpturen, die Skeletten verblüffend ähnlich sehen. In der Installation Hot Skillet Mama hängen die Figuren wie Marionetten von der Decke. Wie bei vielen Arbeiten Siems geht es auch hier um Verfremdung. Bereits in jungen Jahren war der heutigen Künstlerin klar, ihr Beruf muss etwas mit kreativer Arbeit zu tun haben. Im Grunde habe ich von Kindheit an immer sehr viel gezeichnet und habe dann sehr früh mich entschieden, Kunst zu machen und habe dann da war ich noch nicht mal 20, habe ich angefangen, Kunst zu studieren und also zuerst mal praktisch Grafikdesign und dann habe ich an der Kunsthochschule Hamburg studiert. Und ich wollte eigentlich nie was anderes werden als Gestalterin, sage ich mal im weitesten Sinne. Die 36. Duisburger Akzente stehen unter dem Titel Heimat. Aber daran hat die Künstlerin nicht gedacht, als sie ihre Werke fertigte. Mir geht es um eine Generation, die deutsche Nachkriegsgeneration, in der ich auch in den 50er Jahren groß geworden bin. Und für mich sind diese Art von Interieurs, sind mit einer sehr unangenehmen Zeit verbunden. Skurrile Formen und Strukturen prägen einen Teil der Ausstellung von Wiebke Siem. Statuen, die einen Hauch von Afrika versprühen, werden mit traditionellen Holzmöbeln kombiniert. Eine Verknüpfung zweier Welten, die irritiert. Doch genau das ist es, was die Künstlerin sich wünscht. Also da muss man natürlich jetzt viel dazu sagen zu diesen ganzen Installationen. Also diese Objekte, die Sie hier sehen, die beziehen sich natürlich auf afrikanische Kunst, auf afrikanische Kunstwerke, die man aus europäischen Sammlungen kennt und die auch europäische Künstler der Moderne gesammelt haben. Und ich bringe das jetzt plötzlich in ein spießiges Ambiente, wo es eigentlich gar nicht reinpasst sozusagen. Das ist die Irritation dabei, die ich interessant finde. Also nirgendwo erwartet man afrikanische Kunstwerke weniger als in Omas guter Stube. Bedrohlich, so wirkt die Atmosphäre in der Nähe des 4,5 Meter langen Teppichklopfers im Eingangsbereich. Gerade in diesem Teil der Ausstellung wird viel mit kindlich anmutender Angst gespielt. Der leicht geöffnete Kleiderschrank, der aus einem Jugendzimmer stammen könnte, trägt ebenfalls seinen Teil dazu bei. Aber auch die weiteren Arbeiten von Wiebke Siem regen den Betrachter zum Nachdenken an. Dabei liegt das Besondere an Siems Arbeiten vor allem darin, vertraute Gegenstände neu zu gestalten. Auf eine irritierende Art, humorvoll grotesk und ausdrucksstark gestaltet, bietet die Ausstellung eine Menge einzigartiger Exponate, die man sich im Rahmen der 36. Duisburger Akzente nicht entgehen lassen sollte.